Wir schauen aber jetzt zuallererst rein bei Dangerville Destroyer Confirmed for Godzilla Kong Sequel. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ob es da jetzt einfach noch ein paar mehr Neuigkeiten dazu gibt, dass Destroyer jetzt wirklich Teil des Monsterverse wird. Wir switchen da gerade mal rüber. Hey, Grüße an dich, hey, Grüße zurück und moin, moin an alle beide zurück, die gerade moin geschrieben haben. Ich brauche meine Kopfhörer und dann legen wir auch sofort los. Es kann jetzt natürlich auch einfach passieren, dass jetzt hier nochmal die Dinge aufgegriffen werden, die wir schon besprochen hatten. In einem meiner Videos, in einem der letzten drei, glaube ich, das ist das dritte. Ihr wisst, wie ich das meine. Vielleicht gibt es hier aber auch wieder neue Infos. Vielleicht macht der Wingard aus Destroyer einen Riesenaffen. Wieder. Warum wieder? Was meinst du, was hätte Scar King denn vorher sein sollen, wenn du schreibst, er macht das wieder? Dann müsste ja Scar King vorher auch ein anderer Titan hätte sein sollen, der aber eben dann nicht umgesetzt wurde. Erkläre mir das lieber, bitte Erat. Erkläre mir das bitte lieber Ehrenschan, so. Eieiei, ich habe manchmal wirklich Hirneinbrüche, das ist unfassbar. Gut, wir starten jetzt hier mit dem Infovideo und ich bin mal sehr gespannt, was wir da erfahren können. Space Godzilla, ey, das ist so witzig. Heute um 18 Uhr kommt ein Video online. Ich sag nicht, worum es da geht. Es geht nicht um Space Godzilla, aber ich greife das einmal ganz kurz auf. Das sagen wirklich Leute. Es gibt wirklich Leute, die jetzt vorauskamen, dass Phosphera nur ein Platzhalter für Mothra gewesen ist. Dass Leute jetzt wirklich meinen, aha, das heißt also, dass Scar King auch ein Platzhalter für Space Godzilla sein muss. Das gibt's wirklich, diese Idee. Aber nein, weil dann hätte man ja einfach nur den Charakter, das Modell Scar King gegen Space Godzilla ersetzen müssen. Und dann hätten wir einen Space Godzilla gehabt, der mit einer Peitsche nach Shimo schlägt oder was. Wäre eigentlich ein bisschen dumm. Deswegen, nein, das ist nicht so. Okay, wir fangen jetzt auf jeden Fall an und gucken mal, was Destroyer im Monsterverse zu suchen haben wird. The Muto, the Skullcrawler, the Devil with Three Heads, Mechagodzilla, the Iron Dragon, Kraken, and now the menacing Scar King. All these villains have left a lasting impression on the franchise and will be remembered for being titanic threats to the Alpha Titans and the world. So now Godzilla. Den kleinen Sidefact zum Skullcrawler habe ich glaube ich schon mal erzählt gehabt, ne? Dass der Skullcrawler gar nicht von Legendary erfunden wurde, sondern dass der Skullcrawler tatsächlich schon als Two-Legged Lizard im allerersten King Kong-Film mit dabei gewesen ist. The Kong the New Empire is out and we know all about the latest villainous titans of the Monsterverse. Now it's time to look into the future. Because I assure you, Wingard is sat down with Legendary right now discussing the next film. And the thing that's on everyone's mind is, who's going to be the next villain? Space Godzilla? Or perhaps Destroyer? Biollante or... Wir quatschen da gleich drüber. Ich muss das Bild nur mal ganz kurz anpassen. Ihr habt nämlich gerade hier nur einen Teilausschnitt, sehe ich, vom gesamten Video. Was daran liegt, dass wir eben gestern hier die PS2-Dinger da gezockt haben. Ich passe das nur mal ganz kurz an, damit ihr das auch in voller Pracht sehen könnt. Ja, Space Godzilla wäre für mich immer noch irgendwie das, was ich würde kommen sehen. Aber ist anscheinend eben nicht so. Scheinbar ist Adam Wingard nicht so geil auf Space Godzilla. So, okay. Something new altogether. Now believe it or not, Adam Wingard has already been giving us hints as to what or who we might see leading into the Godzilla X Kong sequel. And not only this, but the novelization has been giving clues that it could lead to a full-on invasion. So let's not waste any more time. Let's get to it. Heißen die Monster Mutos, Kaiju oder Titanen? Bei Toho werden sie ganz klar Kaiju genannt. Im Monsterverse werden sie entweder Mutos genannt oder Titanen. Muto wird ein Monster dann genannt, wenn über das Wesen noch nichts bekannt ist. Muto steht für irgendwas, ihr könnt es mir wahrscheinlich jetzt eher in den Chat reinschreiben, für irgendwie etwas Unbekanntes. Mystery, ich muss mal gucken, warte mal. Muto wird auf jeden Fall werden Kreaturen genannt, die eben noch keine
Kategorisierung bekommen haben. Ja, das heißt, Godzilla ist kein Muto, Godzilla ist ein Titan. Weil über Godzilla weiß man eben Sachen. Muto. Muto Full Meaning. Massives, unidentifiziertes. Oh Gott. Nee, massiver, unidentifizierter, terrarischer Organismus. Oder im Englischen Massive Unidentified Terrestrial Organism. Also wie UFO. Ja, genau. Im Endeffekt genau wie UFO, nur halt im Monsterverse. Das heißt, jeder Kaiju, nein, sorry, jeder Titan ist einmal ein Muto gewesen, aber nicht jeder Muto ist auch ein Titan. Ihr versteht. Following the epic clash of titans in the new empire, the Monsterverse has been ignited with excitement. Fans are eager to know what titans they might see, whether new or old. But what's next? Who will challenge these? Hattest du nicht mal gepostet, dass du nur noch Samstag streamen willst? Ja, nein. Ich habe gesagt, dass ich, das sind so die festen Tage auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall samstags immer streamen. Wenn ich aber halt noch Zeit dann zwischendurch habe, dann werde ich auch so unter der Woche nochmal streamen. Außerdem, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir auch selber ins Bein geschossen. Ich habe hier auch gesagt, dass quasi alle zwei Tage mindestens ein Hauptvideo rauskommt. Bis jetzt schaffe ich es noch wirklich, jeden Tag eins rauszubringen. Und auch auf dem Reaction-Kanal soll ja jeden Tag ein Video laufen. Jetzt habe ich keine Sachen mehr für den Reaction-Kanal. Das heißt, ich musste noch irgendwas dazu aufnehmen. Aber all die Angaben, die ich da eben gepostet habe, das sind so die festen Termine, die auf jeden Fall dann kommen. Wenn ich aber halt Zeit habe, so wie jetzt, dann kann ich auch einfach so nochmal live gehen. Das hat dann, ja, das ist dann trotz allem immer noch so. Der Tag ist fest, es können aber mehrere Streams in der Woche kommen. Ja, das ist tatsächlich in kurzen Worten zusammengefasst, was ich eben gerade in sehr langen Palaver von mir gegeben habe. Dankeschön. Colossic icons in the sequel. The universe is just teeming with potential adversaries. But who could possibly pose a threat worthy of challenging both Godzilla and Kong? Well, let's see what Adam Wingard has to say. I'll say this. One of my top Godzilla movies is Godzilla vs. Destoroyah. The reason it's one of my favorite films is I don't think any other Godzilla movie, maybe outside of Godzilla Minus One and the 1954 original, has ever hit such emotional highs. The ending of that film, when Godzilla Jr. dies and subsequently Godzilla melts to death, is so poignant and also... Aha, seht ihr, wenn Godzilla Jr. dies, also stirbt er nämlich doch. Wusste ich doch. Sehr viele haben nämlich unter das Video, da heißt sehr viele, es waren eigentlich nur zwei, die aber einfach bei jedem Video irgendwas zu meckern haben. Die haben sich darüber tierisch aufgeregt, dass ich gesagt habe, dass Godzilla dabei gestorben wäre. Nein, er ist nicht gestorben, da ist eine atomare Verkettung in deinem Körper aufgetreten und du hast das alles überhaupt nicht richtig gesagt. Ihr dürft sowas nicht so krass abkulten, so komische Franchises. Tut mir echt leid, ey. Bin gerade erst rein, kannst... Wirst du in Zukunft auch mal zur Abendstunde streamen? Gerne eigentlich. Ich würde das sehr gerne zur Abendstunde machen, aber ich stehe halt morgens schon um 4 Uhr auf. Das heißt, ich muss gegen 20 Uhr schon so ungefähr, ne, mich Richtung Bett bewegen, mein Kadaver. Deswegen ist das immer schwierig. Und das habe ich halt samstags zum Beispiel nicht das Problem. Ja. Ob Adam Wingard das jetzt halt gut macht, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt schon wieder höre, dass Adam Wingard jetzt Destroyer einbauen will... Ich habe halt so Schwierigkeiten damit, dass Adam Wingard sich selber sehr geil findet. Also der ist ja wirklich von sich ultra überzeugt und weist auch einfach so Kritik so ein bisschen von sich. Ne? Das ist so, das wird so weggepufft. Kritik gibt es einfach nicht gegen den Mann. Und wir haben uns hier mal ein Interview mit ihm angeschaut, wo er einfach 15 Minuten lang nur davon gesprochen hat, wie geil er eigentlich als Regisseur ist. Es ist ein bisschen schwierig, ob das dann jetzt schlau ist, Destroyer einzubauen oder ob er jetzt einfach irgendwie so einen Höhenflug bekommen hat. Wie heißt denn der Typ von The Shining nochmal, der einen guten Film gemacht hat und seitdem einfach denkt, er wäre der Gott der Regisseure? M. Night Shyamalan, genau. Das ist genau sowas. Das ist so dieses Überflieger-Denken. Ich hoffe, er bekommt das jetzt hier nicht auch. Adam Wingard ist kein krasser Regisseur, das muss man halt ganz klar sagen. Die Filme sind ganz okay. Ja, das ist mir gerade eben nur eingefallen, dass er halt wirklich sich selber am liebsten
am liebsten kennenlernen würde, sagen wir es mal so. Beautiful in the way that they do it. Now, of course, everyone immediately thinks, Destroyer, it has to be Destroyer. And well, he goes on to say this. But that's the thing for me. If I was going to do another one of these films, I would want it to hit that kind of emotional resonance with Godzilla as a character this time. That's what I'll say for now. On top of the news that he wants the New Empire sequel to focus much more on the King of the Monsters, getting to know him better and unravel his mysteries, it sounds like we may be in for a gut punch of a film. So Destroyer would be a pretty good bet if Legendary wants to shell out the money for licensing. But how could Destroyer... Ey, Destroyer wäre auf jeden Fall clever, da man das ja irgendwie dann auch schon aufgebaut hätte mit dem Oxygen Destroyer im zweiten Film. Aber es fühlt sich immer noch einfach viel zu früh an. Wir haben vorher noch Biollante, das kannst du noch geil erzählen. Du kannst Space Godzilla, ich sag's immer wieder, noch geil erzählen. Du kannst Giga noch mit reinpacken von mir aus. Und dann kann man irgendwie Space Godzilla, Destroyer mit einbauen. Aber es fühlt sich einfach noch zu früh an. Was ist los, was ist los, was ist los, was ist los? Wir finden jetzt heraus, ob Destroyer im nächsten Film des Monsterverse eine Rolle spielen könnte. Wurden ja ein paar Aussagen dazu getroffen. Fit into the ever-expanding Monsterverse. Perhaps Destroyer could be introduced as a byproduct of humanity's continued interference with nature, echoing themes of environmental destruction. Das glaube ich aber auch, dass wenn Destroyer wieder auftaucht, dann werden die da eine andere Geschichte erzählen müssen. Weil die können mir jetzt sehr schwer erzählen. Ich meine, Godzilla King of the Monsters spielt ja in der Timeline 2016, glaube ich, ne? Oder? 2016, irgend sowas um den Dreh rum. Oder 2017, ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall spielt Godzilla Kong, das wissen vielleicht einige von euch gar nicht, Godzilla Kong spielt ja im Jahr 2027. Da wird es schwer, mir jetzt zu erzählen, warum ist Destroyer vorher nicht aufgetaucht? Das heißt, der Oxygen Destroyer kann im Monsterverse nicht der Grund dafür gewesen sein, dass jetzt Destroyer auftaucht. Obwohl doch, diese Krebse hätten auch einfach für ihre Evolution länger brauchen können. Das könnte man vielleicht so irgendwie so erklären. Aber wir haben jetzt einfach zwei Filme lang aufgebaut, dass Godzilla einfach wie so einen Spinnensinn hat, wenn irgendwas nicht stimmt im Gleichgewicht. Und das soll er jetzt irgendwie nicht raffen, das glaube ich halt irgendwie nicht. Das ist ein bisschen komisch. Gigan und Megalon in der Hohlerde wären auch geil. Die könnte man aber auch noch so mit dazu aufbauen, finde ich. Ich würde jetzt keinen Film machen, wo einfach dann Gigan, der neue große Kaiju werde, da jetzt eingeführt wird. Das weiß ich jetzt halt nicht. Da gibt es halt noch andere, die man eher so in den Fokus eines Antagonisten setzen könnte. Nee, Godzilla Kong spielt 2027. Er steht zumindest auf der Godzilla-Wiki-Seite, meine ich. Wartet mal. Ich gucke nach. Timeset, Godzilla Kong, The New Empire. Okay, also der Moment, in dem, ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Zeitsprung nochmal drin sein sollte, der Moment, in dem Kong bei Scar King in die Höhle reinkommt, also als Kong und Scar King aufeinandertreffen, dieser Moment ist 2027 passiert. Wenn da jetzt kein Zeitsprung mehr irgendwie war, dann ist das 2027. Godzilla, genau, Godzilla vs. Kong spielt 2024. Und der spielt jetzt auf jeden Fall, zumindest der Moment, in dem Skull King gegen Kong kämpft, spielt 2027. Das heißt, der Film wird auch so spielen. Da ist ja nichts großartig passiert, was jetzt irgendwie nochmal die Zeit in die Länge gezogen hätte. And the consequences of our actions. Following the use of the Oxygen Destroyer against Ghidorah, humanity's only gone and created their own new monster that is even worse than the Devil with Three Heads, serving as a compelling exploration of Godzilla's character arc, as a creature born in the same destructive force that once threatened his existence. Destroyer could serve as a dark mirror to Godzilla, forcing him to confront. Ich habe mal ganz kurz eine Frage an euch, die ja in dem Godzilla-Thema noch tiefer drin sind als ich. Gibt es wirklich nur einen einzigen Film, in dem Destroyer aufgetaucht ist?
Weil ich sehe immer nur diesen einen Kampf, wenn es um das Thema geht. Immer nur dieser Kampf, den wir jetzt auch gerade hier wieder sehen, diesen selben Clip. Ja, krass, okay. Und der ist trotz allem so bei den Fans so beliebt. Ich meine, das Design ist auch geil. Das Design ist wirklich geil. From the consequences of his own power and the legacy he leaves behind. And as we know, a huge part of Godzilla vs. Destroyer was Godzilla melting down by absorbing too much energy and needing to be frozen to stop a world-ending explosion from his biological nuclear reactor. Well, in the new empire, we've seen... Das haben die Leute da gemeint. Das ist diesen Moment hier einfach, ja. Trotzdem, er stirbt halt, ne? Trotz allem. Godzilla power up to new heights, absorbing more radiation than ever before. And of course, we've discovered a new Titan with the ability to freeze targets on sight. So, could we see Godzilla melting down in the next film? And Shimo has to come in and stop it with her frost powers? Das ist eine interessante Theorie auf jeden Fall, ja. Viel zu früh natürlich, aber... Shimo haben wir auch noch am Start. Das heißt, Shimo würde dann auf jeden Fall auf Destroyer treffen. So oder so. Burning Godzilla gegen Destroyer im Monsterverse. Dann kommt noch Shimo mit rein und... Ja, und Kong macht auch irgendwas von mir aus. All coming together a bit too well. But in terms of other possibilities, there is a certain relative to Godzilla that has been rumored for quite some time now. There has been teasers for this monster since 2021 with the mural on the wall of Kong's Hollow Earth Temple. Ja, genau. Aber wisst ihr, was es damit wirklich auf sich hat? Er wird es wahrscheinlich aber auch gleich erklären. Diese Wandmalereien beziehen sich tatsächlich nicht auf Space Godzilla, sondern einfach auf das, was über Scar King erzählt wurde. Dass sich die Affen mit dem Monster, das einen Stern fraß, angelegt haben. Deswegen hat hier Godzilla einfach so Flügel. Das hat nichts damit zu tun, dass das Space Godzilla ist. Temple showing a member of das ist quasi die Legende in der Hohlerde von diesem geflügelten Tier. Godzilla's species flying above, setting the area ablaze with its atomic breath, glowing a different color to the rest of the Titans, signifying that this one doesn't belong and is an abomination. If Space Godzilla comes to mind, then you might be right. Although it might not... Ja, ich würde es auch gerne sehen, aber wo kommt der dann her? Ich meine, ja, Space Godzilla, die Origin-Geschichte, die musst du ja nicht 1:1 so übernehmen, wie sie bei Toro war. Du kannst die ja schon abändern. Ja, da werden wieder zwei Leute rumjammern, aber die haben dann einfach gelitten. Du wirst das auf jeden Fall abändern müssen, aber wenn das so stimmt, dass das Space Godzilla hätte sein sollen auf dieser Höhlenmalerei, dann müsste ja Space Godzilla schon längst auf der Erde gewesen sein. Wo ist er jetzt? Dabei geht es nur um diese Legende, die erzählt wurde. Das ist das, was aufgezeichnet wurde, nachdem diese Legende erzählt wurde. So läuft das halt auch ab. Ne? So entstehen auch Religionen durch so einen Kram. Durch Erzählungen und dann eben durch Abfälschungen dieser Erzählungen, wie das Meer wurde geteilt. So kommt das eben alles dann zustande. Und deswegen ist das auf gar keinen Fall Space Godzilla, das glaube ich nicht. Ich traue Adam Wingard nicht zu, so weit gedacht zu haben, sagen wir es mal so. Space Godzilla ist der Erdkern. Ja, das wäre natürlich, das wäre Kacke, oder? Das finde ich jetzt keine geile Story. Come from space, but instead the Hollow Earth, a creature mutated from a sheer abundance of resources, radiation at the core of the planet. That may be what this mural is representing. Something of this world, but not of the natural order. This could be a way to force Godzilla to face the darkest version of himself. Oder man macht es so ein bisschen wie bei Transformers damals, dass man so echte geschichtliche Ereignisse nimmt und die einfach dann so in diesem Franchise verfälscht. Wie zum Beispiel die Mondlandung, bei der ja in Transformers erzählt wurde, dass die Menschen, als sie auf dem Mond waren, diesen einen Transformer entdeckt haben. Das könnte man jetzt ja hier auch so erzählen, dass quasi die Zellen von Godzilla schon längst im Weltall waren, weil diese Zellen aus irgendeinem Grund bei der Mondlandung mit an diesem Raumschiff waren, aus welchen Gründen auch immer, ey, denkt ihr halt irgendwas aus. Und damit könnte man dann erklären, warum jetzt hier schon Space Godzilla am Start war, weil die Mondlandung ist ja schon ein bisschen länger her. Das wäre auch eine Option.
Sie könnten eigentlich Angyros einführen. Das könnten sie echt mal machen, aber halt dann nicht als großen Antagonisten. What happens when you become mad with power? A theme that I'd argue is becoming more and more prevalent since King of the Monsters, as he's only become more of a ruthless ruler, killing without warning, without mercy. War diese Stelle jemals in einem Clip? Das hier? Ruthless ruler, killing without warning, without mercy. Wahrscheinlich schon. Ich meine, der gesamte Film wurde ja geleakt, also. Nee, ich meine, ob diese Szene, ob die jemals offiziell geleakt wurde. Ich weiß, dass das die Anfangsszene ist. Ich frage mich nur, wo er sie her hat. Das ist meine Frage jetzt. Wo hat er diese Szene her für sein Video? Space Godzilla was one of my favorite characters to play as in Save the Earth, so I'd love to see this kaiju. Ey, was ein Übergang, wie krass ist das denn? Bester Typ, ey. Bester Typ. Werden wir gleich auch noch zocken, das Spiel. Make an appearance in the Monsterverse as a power-mad titan hidden in the underworld. But in my eyes, this is the least likely of the current theories to happen. But there is one other villain that has solid evidence backing it up. Taking a look at the Godzilla Kong novelization, we're actually... Ist übrigens heute erschienen. Der Roman ist heute erschienen. Doch, heute. Was ist denn heute für ein Datum? Der 23. Ich meine, der wäre aber auf jeden Fall heute erschienen. Diese Romane lohnen sich für jeden, der Bock hat, mehr Hintergrundinformationen über diese Filme zu wissen. Der Roman von Godzilla vs. Kong, der hatte unfassbar viele Side-Informationen über diesen Film mit innen drin gehabt. Und zählt eben zum Kanon dazu, weil es quasi einfach nochmal die Geschichte selber ist, die erzählt wird. Nur, dass wir halt dann mehr Hintergrundinformationen noch bekommen. Den werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Das Ding hier gibt es aber nur auf Englisch. Wann spielen wir Peter Jackson's King Kong weiter? Mal gucken. Ob wir heute noch Zeit haben, wenn nicht, dann was haben wir denn heute? Dann am Samstag wahrscheinlich eher. Ja. Presented with something really interesting. The fact that humanity could be the ones challenging the Titans and taking the war from the surface to the Hollow Earth itself. You see, towards the end of the book, after the Battle of Rio has taken place and Kong, Shimo and Zuko have returned to the Hollow Earth, the government remains uneasy with the situation. Das ist zum Beispiel eine Information, die haben wir halt einfach nicht bekommen. Die ist aber im Buch mit dabei, sagt er gerade. Dass die Menschen danach in die Hohlerde nochmal runter sind, nach Godzilla Kong The New Empire, nach dem Film. Ist eine krasse Info, finde ich. Das ist schon fast wie eine Post-Credit-Scene. Diese Romane zum Monsterverse, die sind ultra geil. Aber ich glaube, die gibt es auch erst seit Godzilla vs. Kong wirklich. Ich glaube, davor gab es noch keinen zum Film. Unsure what their fate may be with the so-called Monster H, as Shimo's called. Monarch is already in deep trouble after using Project Powerhouse on Kong, a plan that was meant to be scrapped due to the issues regarding giving powerful titans even more power. And in regards to Shimo, if politicians and pundits and bloviators thought Godzilla was a threat, what would they think about a real world ender, since Shimo caused the Ice Age? In director Hampton's words, it could be all the special interest needed to call for a takeover of the Hollow Earth. Tensions are high across the world. The Italian government was angry Godzilla caused such a mess in Rome, despite him saving the city from Scylla. And over in Egypt and Brazil, they are also unhappy with the sheer... Das hört sich aber eher nach so einer Art Monster vs. Civil War an. Oh, was er gerade erzählt. So nach dem Motto, dass eben jetzt dann quasi die gesamten Regierungen auf der Welt, dass die sich da jetzt so ein bisschen mit reinhängen in die ganze Nummer. Weil die Titanen ja doch sehr viel zerstören. Macht auf jeden Fall Sinn, aber ich sehe da noch keinen Destroyer jetzt deswegen auftauchen. A carnage that's taken place, wiping historic landmarks off the map.
A human invasion of the Hollow Earth is also briefly foreshadowed when Dr. Andrews stated that the government is looking for an excuse to take over Hollow Earth operations, and that the wolves are already at their door. Mikael responds sarcastically with, "Because who wants to be rich and get rid of all the monsters? I mean, that'd be terrible, right?" And with the graphic novel that released alongside the film, Godzilla Kong the Hunted, that follows a group of Titan hunters. Wenn das aber stimmt, dann bekommen wir im nächsten Film ja wirklich eine Art von Pacific Rim trifft aufs Monsterverse. Wenn die Menschen dann wirklich die Hohlerde versuchen einzunehmen und unter ihre Kontrolle zu bekommen, und dann müssen die ja in diese Anzüge reinschlüpfen aus dem Comic. Und dann bekommen wir echt zu Kämpfe. Ey, die Story hört sich eigentlich ganz cool an. Die Menschen wollen die Hohlerde jetzt einnehmen und unter Kontrolle bringen natürlich. Ne? Das ist eine logische Konsequenz, finde ich. Ja, das finde ich eine ganz coole Sache. Aber wie kommen wir jetzt zu Destroyer? It's becoming increasingly clear that people aren't willing to live alongside the Titans and would rather get rid of them without realizing the harm that would do to the balance of the planet. Jetzt könnte man Jet Jaguar einführen. Boah, ey, kannst du dir den vorstellen im Monsterverse? Das ist für mich einfach nur der Ant-Man. Das ist wie Ant-Man, nur andersrum. Ecosystem. Titans like Godzilla exist to keep the natural order in check, and without him, aber dann würden ja die Gerüchte sogar auch stimmen, wo es mal hieß, dass wir noch einen dritten Titanenweltkrieg sehen. Dann wäre das jetzt ja wirklich so, dass dann die Menschen in die Hohlerde reinswitchen und dann sehr wahrscheinlich Godzilla die Menschen angreift, macht ja Sinn. Und vielleicht dann sogar die Kongs wieder gegen Godzilla gehen müssen, weil die ja eigentlich die Schützer der Menschen sind. Dann könnte diese Behauptung doch tatsächlich eintreffen. Ich muss mir diesen Roman unbedingt holen. Would crumble, but someone has to answer for the fall of San Francisco, Boston, Washington, Hong Kong, Rome, Cairo, Rio and many more heavily populated areas. At least what was once populated. It seems like the government is closing in on Monarch, something they've been trying to do since the 50s. So instead of researching the Titans, they may launch a full-scale invasion to try and kill them off. Full-on imperialistic. Ja, dann wäre das wirklich so ein neues Weltkriegsszenario. Dann würde dann wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie der allererste Godzilla-Film von 2014, also der erste im Monsterverse, nur mit noch mehr als nur Godzilla. Dass dann die Menschen wirklich gegen die Titanen gehen und die Titanen gehen dann eben gegen die Menschen, logischerweise, als Gegenreaktion. Das wäre ein ultra krasser Film. Und das wird im Roman angeteasert. Ich muss mir das unbedingt jetzt mal bestellen, das Teil. Das gibt es ja nur auf Englisch. Das muss ich, glaube ich, bei Amazon.com bestellen. Wartet mal. Ja. Für 11,18 Euro. Gibt es sogar als E-Book und als... Ach so, 11,18 Euro. Ne, E-Book gibt es noch nicht. Doch, gibt es auch. Sieht so aus, das Teil. Wartet. Sekündchen. So. Also, wenn es interessiert, ich werde mir auf jeden Fall jetzt bestellen und dann auch ein Video dazu machen, sobald ich den durchgelesen habe. Wenn das da wirklich mit angedeutet wird, Alter, ist das dann krass. Das ist wirklich echt krass. Hast du zu den anderen vier Filmen deren Romane? Nee, ich weiß auch nur, dass es noch einen zu Godzilla vs. Kong gibt, der ebenfalls sehr viele Hintergrundinformationen haben soll. Bei den anderen Filmen wusste ich das nicht, dass die vielleicht auch so krass sein sollen. Aber bei Godzilla vs. Kong, da wusste ich das. Da haben sie, ich weiß gar nicht, was sie da damals veröffentlicht hatten, aber auch so Backstories, die du halt einfach im Film überhaupt nicht erfahren hast. Würde Kong denn auch wieder gegen Godzilla kämpfen? Also ich könnte mir vorstellen, dass Kong dann versuchen würde, die aufzuhalten und dann alle anderen Kongs gegen Kong und Godzilla oder sowas wäre auch geil. Ja, sowas in der Art könnte auch passieren. Das könnte wirklich auch passieren. Dir folgen 36.000, aber nur 21 sind online im Chat. Ja, falls du jetzt denkst, dass du gerade irgendwie eine große Manipulation aufgedeckt hast, lieber Emil, es hat jemand mal gemeint, er müsste herausfinden, ob er meinen Kanal sperren lassen könnte, indem er mir ganz viele Follower auf Twitch kauft.
So kamen dann von 1000 Followern irgendwann 36.000 dann jetzt zusammen. Ja, Twitch daraufhin aber auch schon angeschrieben. Die haben gesagt, ist nicht dramatisch. Ist halt saudumm von der Person gewesen, weil das muss über 200 Euro gekostet haben. Nur um den Versuch zu starten, meinen Account hier sperren zu lassen, wegen Manipulation. Aber Twitch kennt das, dass es nicht das erste Mal sowas passiert ist. Und so kam das dann zustande. Ja. Das war übrigens der Auslöser dazu war übrigens gewesen, dass ich den Leuten gesagt habe, dass die bei dem Thema Vogue ihre Schnauze halten sollen. Das hat dann ein paar Leute sehr krass getriggert. Naja, sehr viele Pfeifen da draußen halt. Da war ich auch dabei, das war so komisch. Ja, das war glaube ich bei dem Stream, wo wir den Comic durchgelesen haben. Godzilla Kong the Hunted. Ja. Ja. So ist das. Avatar style. Instead of the Monsterverse resorting to alien invasions, we may see humanity, adorned with its new fancy tech, invading this almost alien world in hopes of colonizing it and taking its resources. As Trapper said, these undocumented tribes don't last long when exposed to the wider world. So humanity becoming an active threat seems increasingly likely. Which honestly, I'd be all for. We've needed some more Goji ver- Das war weird, ja, das war wirklich, das war der Stream, wo andauernd dann da oben was aufgeploppt ist. Ja, weil sich halt irgend so eine Vollpfeife da draußen so krass getriggert gefühlt hat, dass ich halt gesagt habe, dass diese ganze, die Kritik Wokeness einfach dumm ist. Und damit habe ich auch ihn dumm genannt. Das ist auch so, ich halte die alle für dumm. Jeder, der sagt, das ist Woke, ist in meinen Augen ein ultra krasser Trottel. Dazu stehe ich auch weiterhin. Und es hat aber jemanden dann so krass getriggert, dass die Person sich gedacht hat, dem seinen Account, den lasse ich jetzt löschen. Indem ich ihm für 200 Euro Follower kaufe, damit das dann von Twitch gesperrt wird. Hat nicht ganz funktioniert, aber naja. Ist halt jetzt so. Humanity action. It's all adding up too well for it to not happen. Adam Wingard has stated that hints towards the next potential sequel has been placed all around the new empire and subsequently its novelization. It seems to me what the most likely villain for the Godzilla Kong sequel will be humanity itself, pushed to the extreme, retaliating against the Titans and bringing the war to their homeworld. Also wenn die Menschheit an sich der neue Antagonist werden sollte vom kommenden Monsterverse-Film, ah, dann würden wir aber wieder irgend sowas bekommen wie noch ein Mecha-Godzilla, oder nicht? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das so geil wäre. Also das Szenario hört sich obercool an mit diesem Weltkrieg. Aber naja, jetzt haben wir einfach nochmal einen Affen als Gegner gehabt. Nachdem wir eigentlich schon Kong gegen Godzilla hatten, hatten wir halt jetzt nochmal einen neuen Affen gegen Godzilla. Jetzt bekommen wir dann also nochmal Mecha-Godzilla oder Mecha-Ghidorah, das könnte aber auch sein. Mecha-Ghidorah, ja. Wenn die Menschen böse werden, wären sie sehr lame. Na, ich würde die nicht mal als böse bezeichnen. Ich würde einfach sagen, dass die halt... Es ist ein nachvollziehbarer Grund. Du musst dir überlegen, dass wir in den ganzen Filmen davor immer wieder Titanen hatten, die auf der Welt Chaos gestiftet haben. Zerstörung und auch Tod in wahrscheinlich Millionenhöhe. Das ist ja wirklich passiert. Und dass die Menschen eben jetzt sagen, es reicht uns. Wir müssen in die Hohlerde runter und jetzt müssen wir das unter Kontrolle bringen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr nachvollziehbare Motivation. Eines Bösewichts der Menschheit. Eine sehr nachvollziehbare Motivation. Auf jeden Fall muss der Fokus auf Godzilla sein. Voll im Ernst, also der nächste Film muss grundsätzlich an Godzilla eine größere Rolle spielen. Soll er ja angeblich auch. Soll er ja angeblich als auch. Nachdem die Kritik daran doch sehr groß war, dass eben die Leute halt Kong nicht mehr sehen wollen. Mecha-Ghidorah war ja eigentlich schon Mecha-Godzilla. Das stimmt. Ja, tatsächlich. Wenn man das so sieht, hast du vollkommen recht. It could lead to a battle of cataclysmic proportions where hundreds of warships make their way down through the portals, wiping out all life in the Hollow Earth. And as Wingard has stated, that he wants to recreate the emotions felt with Godzilla vs. Destoroyah. So there may be a chance the King of the Monsters sacrifices himself in a gut-wrenching scene, ending his life for the lives of the rest in typical kingly fashion. Boah, das wäre eine krasse Geschichte.
wenn einfach die Menschen gegen Godzilla in den Krieg ziehen würden und die Titanen und die Menschen wären einfach den gesamten Film über Feinde gewesen. Und dann taucht irgendwann irgendetwas Krasseres auf. Lass es von mir aus auch Destroyer sein. Und Godzilla tötet dieses Wesen durch eine Selbstopferung, damit dann auch dieser Krieg wieder vorbei ist. Er bringt quasi das Opfer zum Frieden. Das wäre schon sehr dramatisch. Und dann bekommen wir Duck als neue Hauptfigur. But what villains would you like to see? Let us know in the comment section down below. Be sure to subscribe and stomp the notification button to become a resident of Dangerville today. Das war's schon. Ach so. Okay. Aber ja, war auf jeden Fall interessant, mal zu hören, dass in dem Roman einige neue Sachen mit dabei sind. Finde ich geil.